Nach den vielen schönen Eindrücken bei der Fahrt den Anden entlang waren wir natürlich jetzt sehr auf das Hochland gespannt. Dieser erste Teil, den wir bereist haben, ist in etwa so groß wie Belgien, also ganz schön riesig. Was machen die Männer denn da? Aha, offenbar wird eine neue kleine Marienkapelle aufgestellt. Man sieht sie im ganzen Land entlang den Straßen. Dieser Anblick ist der Hammer. Und wir sind auch schon bei unserem ersten Schlafplatz angekommen, direkt bei einem kleinen Salzsee. Die Vicuñas, eine Lamaart, sind wirklich putzig und laufen hier überall herum. Etwas erstaunt sehen wir dann mitten im Nirgendwo sogar ein Dorf. Und man glaubt es kaum, es gibt hier sogar Internetempfang. Kurz nach dem Dorf kommt dann auch schon die Abzweigung zu den Piedra Pomes, ein Gebiet mit speziellen Sandsteinformationen. Der Weg dorthin ist zwar sehr ruppig, aber man wird ja mit dem Anblick dieser wunderschönen Landschaft belohnt. Die Sandsteingebilde sind wirklich ungewöhnlich und verändern die Farbe mit dem Lauf der Sonne. Zurück auf der Hauptstraße fahren wir weiter nordwärts. Die Landschaft ist flach, aber hin und wieder tauchen Hügel auf. Oftmals sind es alte Vulkane. Das schwarze Lavagestein erkennt man so nahe an der Straße sehr gut. Schon wieder haben wir einen Standplatz, wie man ihn sich nur wünschen kann. Schöne Berge, eine kleine Lagune und himmlische Ruhe. Die nächste Etappe führt uns zwischen den Hügeln hindurch, über unzählige kleine Pässe und durch verwunschene, einsam gelegene Täler. Stundenlang sehen wir niemanden. Kleine Flüsse, die sich teilweise der Straße entlang schlängeln, verwandeln alles in eine grüne Oase. Wir können uns nicht satt sehen an dieser unglaublichen Natur. In Incahuasi, einer alten Goldgräberstätte, machen wir eine verdiente Pause. Die Ruinen wollen wir uns aus der Nähe ansehen. Und schließlich muss Ernstli, unser Quad, auch mal wieder an die frische Luft. Es stehen noch genügend Häuser, um sich das Dorf, wie es einmal war, gut vorstellen zu können. Toll finde ich die Mauerwerke. Am nächsten Morgen geht's weiter dem Salzsee entlang. Da dies meine erste Begegnung mit einem solchen war, wollte ich natürlich mal den Untergrund testen. Wir hatten ja auch schon etliche Schauergeschichten von eingesunkenen LKWs gehört. Und dieser Untergrund ist wirklich trickreich. An manchen Stellen weich, an anderen steinhart. Es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Eines unserer Ziele während dieser Reise ist es auch, unsere brandneue Drohne kennen und fliegen zu lernen. Ist gar nicht so einfach. Das Hochland bietet sich mit der Weite so ganz ohne Bäume natürlich an. Aber es gibt oft viel und meist böigen Wind. Doch bei diesem Stellplatz schienen die Bedingungen ideal. Und schließlich macht nur Übung den Meister, von dem wir aber noch weit entfernt sind. Ha, das war aber mehr als schlau, einfach stehen zu bleiben. Die Sicht beim Kreuzen ist auf dieser Piste gleich null. Puh.
Bald hat uns die ganz normale Wellblechpiste wieder. Die Landschaft verändert sich jetzt rasch. Wir tauchen ein in kleine Schluchten und fahren entlang grüner Hochlandwiesen bis 4600 Meter hinauf auf einen größeren Pass. Die Erdstraße wird zurzeit kräftig ausgebaut und wohl bald auch geteert. Wir fahren aber noch auf der Piste bis zum Hauptort dieser Gegend, San Antonio de los Cobres. Die Straße von San Antonio bis runter nach Salta ist nicht nur geteert, sondern ist auch eine der schönsten Panoramastrecken hier in der Gegend. Wir genießen die Fahrt in vollen Zügen. Irgendwie fehlen einem ja die Worte bei so vielen umwerfenden Ausblicken überall. Zudem ist die Bergkette bis weit hinauf unglaublich grün. Unten angekommen, empfängt uns eine weite Ebene. Doch als wir von der Hauptstraße abbiegen, bleibt uns fast die Spucke weg. Wir landen in einem verwunschenen Tal mit farbigen Hügeln und Abertausenden von Kakteen. Nicht einfach nur ein paar kleine, stachelige Dinger, nein, riesige Kandelaberkakteen. Gegen Abend erreichen wir nach einem sehr langen Fahrtag, dafür gespickt mit all diesen landschaftlichen Höhepunkten, unseren Standplatz für die nächsten Tage, die Laguna Brealito, die ganz unten einsam in einem Talkessel liegt.